Ich wünsche mir für Freiburg Neues. 16 Jahre Regierung von Herrn Salomon ist genug. Ich habe für Salomon gewählt, weil ich mir mit dieser Wechselstimmung nicht sicher war. Ich bin sicher nicht mit allem zufrieden, was Herr Salomon in den letzten Jahren getan hat. Aber ich lebe gerne in Freiburg und bin eigentlich zufrieden. Bei Herrn Horn war ich mir ganz schwierig mit dem Argument zu punkten, 16 Jahre sind genug, jetzt ist der Zeit für einen Wechsel. Ja, vielleicht, aber das, was er gebracht hat, war alles schön und gut, aber zu wenig konkret. Und da hatte ich ein bisschen Sorge bei so einem Newcomer, der sich in Freiburg nicht auskennt, ob das auch konkret werden würde. Frau Stein war für mich zu direkt. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge in Freiburg oder um mich. Und dann bin ich bei dem Altbewährten geblieben, ganz ehrlich. Das war mir das Sicherste. Ich bin der Meinung, es braucht einen Wechsel. 16 Jahre Dr. Salomon reicht. Und ich finde, es braucht einfach frischen Wind im Rathaus. Er ist mir einfach zu konservativ geworden. Also vom zweiten Wahlgang wünsche ich mir, dass es nicht nur eine Stimmungswahl wird, so die nach einem Wechsel ruft, sondern dass eine Wahl ist, die sich tatsächlich um eine Persönlichkeit kümmert, wo die im Thema im Fokus steht und natürlich die Themen. Wechselstimmung ist nicht unbedingt notwendig, weil vom Wechsel allein verändert sich nicht. Ich bin für einen Wechsel, weil ich glaube, dass Freiburg das Potenzial hat, sozialer zu sein, als es momentan ist, gerechter zu sein. Und ich glaube, dass andere Kandidaten das besser durchsetzen können.